So, willkommen zurück nach der Mittagspause. Willkommen zum nächsten Vortrag. Diesmal von Wolfgang Lautermann, der uns was erzählt über Programmierung mit LaTeX, aber eben nicht nur mit LaTeX, sondern auch mit anderen Programmen. Bitte schön. Ja, ich sage herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Er ist gerade angekündigt worden. Ziemlich der halbe Vortrag wird sich um Programmierung in LaTeX damit befassen und die andere Hälfte wird ja Interfaces zu anderen Programmiersprachen, zu anderen Sprachen sein. Welche Programmiersprachen kann man noch verwenden, um LaTeX-Makros zu schreiben, um Code auszuführen, der dann direkt in LaTeX übernommen wird. Ich komme von der FH Joanneum und unterrichte da, ich bin Sysadmin und unterrichte da seit kurzem auch die Studierenden eine kurze Einführung in LaTeX und habe mir das einmal zusammengeschrieben, wie man da eben programmieren kann, nachdem ich gefragt worden bin. Unser Programm, erst einmal Programmierung in LaTeX, hilfreiche Zusatzpakete. Ich kann hier bei Weitem nicht alle Zusatzpakete auflisten. Einfach ein paar, die ich gefunden habe, die irgendwie möglicherweise hilfreich sein könnten. Der eine oder die andere wird sicher sagen, ja, da gibt es doch viel was Besseres. Mag sein. Also ich kenne wirklich nicht alle. Dann, wie kann man externe Programme aufrufen? Wie geht das? Was kann man damit anstellen? Dann gibt es noch eine Möglichkeit, Python einzubinden mit PythonTech. Es gibt die Möglichkeit, Perl einzubinden mit PerlTech. Und am Schluss ein kurzer Ausblick, was gibt es noch alles? Ich nehme an, Grundkenntnisse in LaTeX sind vorhanden. Ja, perfekt. Dann kann ich da gleich anstarten. Die meisten werden das vielleicht schon gemacht haben, dass sie irgendwie mit New Command sich ein eigenes Kommando definieren. Mag es sein, irgendwie Frostcon möchte ich irgendwie öfters verwenden in meinem Dokument, definiere ich mein eigenes Kommando, / Frostcon, und das wird ganz normal, mein Makro wird ersetzt, das ist die Free- und Open-Source-Software-Konferenz. Kann ich dann so anwenden, wenn ich / Frostcon schreibe, wird anschließend der lange Text ausgegeben. Wenn ich ein Kommando einmal definiert habe mit New Command, ist es an und für sich belegt. Und wenn ich es noch einmal definieren will, bekomme ich eine Warnung oder eine Fehlermeldung. Ich muss das dann mit Renew Command quasi umdefinieren. Das kann man durchaus auch machen mit existierenden Kommandos. Man sollte da halt schon sehr aufpassen, dass man da nicht gewisse Sachen umdefiniert, wo LaTeX eigentlich erwartet, dass sie irgendwie halt definiert sind. Aber man kann da interessante Sachen machen. Was braucht man bei so einer Programmiersprache? Ist so eine Art Funktionen. Ja, Funktionen sind in LaTeX Makros, die haben wir gerade behandelt, mit New Command oder Renew Command kann man eben Funktionen mehr oder weniger aufrufen und man kann natürlich auch Argumente angeben, bis zu maximal 9 Stück. Die werden mit Gitterzeichen 1 bis Gitterzeichen 2 angesprochen, bis Gitterzeichen 9. Und werden dann so aufgerufen, ich definiere mein Kommando Zugfahrt, das hat 2 Argumente und gibt dann aus, ich fahre von Gitterzeichen 1, also vom ersten Argument, nach Gitterzeichen 2, ich fahre zum zweiten Argument. Das heißt, Zugfahrt Graz-Wien ergibt, ich fahre mit dem Zug von Graz nach Wien. Logisch. Es gibt auch die Möglichkeit, ein optionales Argument anzugeben. Ja, dafür muss man einen Default-Wert setzen. In diesem Fall ist mein Default Zug. Und ich definiere ein Kommando Fahrt. Fahrt von Graz nach Wien gibt, ja, ich fahre mit dem Zug von Graz nach Wien und ich kann irgendwie ein optionales Argument angeben. Auto, ich fahre Autofahrt von Graz nach Wien und Zugfahrt von Graz nach Wien. So war das. Wieso kann man nicht 2 optionale Argumente angeben? Ja, wenn man irgendwie eines in eckigen Klammern angibt, weiß LaTeX nicht, ist das jetzt das erste oder das zweite optionale Argument. Das heißt, eines kann optional sein und da gibt man eben einen Default-Wert vor. Das ist also optionale Argumente.
Es gibt natürlich auch eigene Umgebungen. Man kennt das Beginn-Umgebungsname, End-Umgebungsname. Das ganze Ding kann man auch irgendwie definieren mit New Environment. Ja, wie üblich, erst einmal, wie heißt das die Umgebung? In meinem Fall MyEnv. Gegebenenfalls gibt es Argumente, eine Zahl von 1 bis 9. Gibt es ein optionales Argument und anschließend zwei Blöcke. Der erste Block wird quasi ausgeführt, wann der Beginn-Block startet. Beginn MyEnv, da könnte zum Beispiel die Schrift umgestellt werden, da könnten auch eigene Kommandos definiert werden. Das kennt man zum Beispiel von Beginn Itemize. Die Umgebung definiert einen Befehl backslash item, der ist nur innerhalb dieser Umgebung gültig. Nach dem End Itemize, wenn ich da wieder backslash item aufrufe, dann sagt er irgendwie, was willst du? Das heißt, da kann man auch eigene Befehle definieren, da kann man alles Mögliche anrichten und beim End sollte man das halt alles wieder zurückstellen. Ja, was hätte man in einer Programmiersprache noch gern? Genau, Variablen. Variablen gibt es zum Beispiel String-Variablen, Integer-Variablen, Floating-Variablen. Im LaTeX-Kontext sind String-Variablen das, was ich eigentlich gerade behandelt habe, Makros. Das ist eigentlich irgendwie vergleichbar mit dem C-Präprozessor. Also es sind an für sich wirklich Makros. Man definiert einen String mit new-Command, man setzt ihn auf einen zweiten Wert mit renew-Command. MyString ist DEF, entspricht so quasi $MyString ist gleich DEF in Perl. Ja. Bei der Deklaration muss man es halt irgendwie mit new-Command anlegen und bei der Umdefinition dann mit renew-Command. Ja, was braucht man noch für Variablen? Man braucht Integer-Variablen. In LaTeX sind das Counter, also einfach Zähler. Die können definiert werden mit NewCounter. Definiert eine neue Integer-Variable. SetCounter setzt sie auf einen Wert. StepCounter, ne, das ist das I++, das man aus anderen Programmiersprachen kennt. AddToCounter, ja, ich zähle einen Wert dazu. Und Value MyCounter gibt den Wert quasi zurück, ja, zum Rechnen. Da kommt gleich nochmal ein Beispiel. Also nicht zur Ausgabe. Und wie gibt man sie aus? Da unten steht noch, es gibt etliche Counter vordefiniert. Das kennt jeder, der Tech-Dokumente setzt oder so. Ja, ich habe irgendwie einen Counter, das ist die aktuelle Seitennummer. Ich habe einen Counter, das ist die aktuelle Kapitelnummer etc. Also die sind einfach schon vordefiniert. Und wie gibt man sie aus? Eben mit entweder the page für die Seitennummer, alf für alphabetisch, also ABC, oder mit großen A, halt als große Buchstaben. Ja, dann irgendwie Roman gibt es auch noch für römische Ziffern. Und de halt oder Arabic für ganz normale Zahlen. Ja, was hätte man noch gern? Man hätte noch gern irgendwie Floating-Point-Variablen. Ja, die gibt es auch, gibt es mehr oder weniger. Im LaTeX-Kontext sind das Längen. Die sind auch einheitenbehaftet. Das heißt, da steht immer irgendwie Zentimeter, Millimeter oder was auch immer dabei. Ich definiere sie mit New Lengths. Ich setze sie mit Set Lengths. Ich kann was dazu addieren. Mit add to length und ich kann irgendwie multiplizieren. 0,6 mal meine Länge ist die Multiplikation. Das kennt man häufig von irgendwie irgendetwas mal Text-Width oder sowas. Also, wenn ich etwas die halbe Seitenbreite haben will, ist das 0,5 mal die Länge Text-Width. Die ist eben auch schon vordefiniert. Und etliche andere auch. Ja, Kontrollstrukturen. Sind an und für sich ohne Zusatzpakete irgendwie ja, nicht vorhanden, aber hätte man gerne in einer Programmiersprache. Was macht man? Man lädt euch, ne? Man nimmt sich irgendein Zusatzpaket. Es gibt auf Seed hunderte Zusatzpakete.
Ich habe jetzt eins genommen, das ist das If-Then-Paket. Es ist schon etwas älter. Es gibt sicher etliche andere. Aber das sieht man relativ häufig angewendet, sieht man relativ häufig in Beispielen. Ja, man kann Boolean-Variablen erst einmal definieren. Mit New Boolean, Set Boolean auf True-False setzen. Man kann den Wert abfragen. Und man kann eben diverse Tests ausführen. Das ist jetzt nicht das, was ich haben will. Ja, Entschuldigung. Man kann gewisse Tests ausführen, erstmal logische Abfragen, and or not. Man kann Vergleiche anstellen, man kann prüfen, ist eine Zahl geradzahlig, ist sie definiert, ein Kommando, sind zwei Strings gleich, ja, sind zwei Längen gleich. Ja. Es gibt noch etliche andere Abfragen, gegebenenfalls einfach in der Dokumentation des Paketes if-then nachfragen, nachschauen. If then else. Es gibt in diesem Paket auch die Möglichkeit, While-Schleifen einzurichten. Es gibt einen Befehl while, while do. Ja, was mache ich? Erst einmal definiere ich meinen Counter, setze ihn auf 10 und solange der Wert größer als minus 1 ist, gib bitte i ist gleich Arabic von i aus. Und was macht das? Anschließend addiere 1 dazu. Ups. 1, while loop. Das ist eben mein Punkt, fertig. Mit Begin-Document, End-Document und Document-Class versehen, habe ich das Ganze in ein gültiges Tech-Dokument umgeschrieben. Wenn ich mir das übersetze, PDF-Latex, loop. Ja. Ich habe hier noch in dem Dokument noch drin Typeout i ist gleich Arabic. Typeout gibt einen Wert beim Übersetzen aus. Das hat er da oben schon gemacht. Das heißt, er hat beim Übersetzen immer den aktuellen Wert von i ausgegeben. I ist 10 bis 1 oder 0. 0. Und hat eben da am Schluss ein PDF-Dokument generiert und wenn ich mir das anschaue, es wird natürlich das drinstehen, was man erwartet, eben die Zoom in, Countdown gestartet oder sowas steht da drin und dann die Zahlen von 1 bis 10 runtergezählt. Und am Schluss halt Start, weil es ja Countdown ist. Das ist die While-Schleife. Was man relativ häufig hat bei gewissen Programmiersprachen, ist so ein 99 Bottles of Beer, wo man halt irgendwie so ein runterzählt von 99 etc. Das geht natürlich auch in LaTeX. Das schaut ungefähr so aus. Ups. Cut. Ups. 99 Bottles.tech. Also es ist etwas länger. Ja. Ist das lesbar von hinten? Ja. Man definiert sich gewisse Zusatzkommandos. Solange der Wert eben größer als 1 ist, also wenn es 0 ist, irgendwie schreibt man halt no more bottles und da habe ich irgendwo eine Schleife drin. Weil du, also solange der Wert kleiner als 1 ist, wird das ganze Ding halt ausgegeben. Ich kann mir das übersetzen lassen und es kommt halt ein Dokument raus. Ups. Ja, wo halt so runtergezählt wird, 99 Bottles, 98 Bottles, etc., 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 bis irgendwie 0 Bottles of Beer oder sowas. Kennt man auch von diversen anderen Programmiersprachen. Ich habe das Ding auch jetzt irgendwie, wie man da sieht, nicht selbst programmiert, sondern von so einer Webseite geklaut, wo eben diese Aufgabe in 100 Programmiersprachen dargestellt wird. Und da sieht man eben, es ist auch in LaTeX zwar etwas länger, aber es ist durchaus machbar. Ups. Ja. While-Schleifen haben wir gehabt. Was hätte man noch gerne? Jetzt kommen wir zum weiteren Zusatzpaket.
man hätte noch gerne irgendwie sowas wie Vorschleifen. Ja, ist auch, das gehört zum BGF DICZ Paket. DICZ, ja. DKIZ, ja. Da gibt es ein Paket BGF vor, das bietet mir so eine Vorschleife an. So eine Art for each. Ich kann eine Variable in einer Liste ausführen. Und was gibt es für Möglichkeiten? Entweder ich definiere mir die Liste so vor, 1, 2, 4, 8, 16, und gebe immer das Kommando, den Wert von x aus, Komma, Leerzeichen. Oder ich kann irgendwie einen Bereich angeben und quasi mit drei Punkten als Auslassungszeichen das ganze Ding aufzählen, um so bis 100 oder bis 1000 zu zählen. Ich muss nicht alle Werte gleichzeitig hinschreiben. Ja, auch bei BGF gibt es, ich habe das mal mit höherer Mathematik beschrieben, es ist natürlich nicht höhere Mathematik im Sinne, dass wir jetzt integrieren, differenzieren oder Differentialgleichungen lösen kann, dazu komme ich später noch. Aber man kann mit BGF MatParse einen mathematischen Ausdruck bewerten und in BGF MatResult steht dann das Resultat drin. So, was könnte ungefähr drinstehen? Ups. BGF. Also das erste ist halt das BGF vor. Ja, da habe ich hier noch zweimal einen Bereich eingetragen, einmal 1 bis 10 und dann irgendwie von 21 bis 30, geht natürlich auch, ich kann mir das Ding übersetzen. Ups, BGF vor. Und was kommt raus? Was ich halt haben will, einmal die Zahlen von 1 bis 7, einmal von 1 bis 20 und dann anschließend noch einmal von 1 bis 10 und von 20 bis 30, was ich in der Vorschleife halt definiert gehabt habe. Ja, wie schaut das mit der Mathematik aus? Ja, es erinnert irgendwie an Ding, also ich kann erstmal zwei Zahlen addieren. Ich kann sie irgendwie BGF mat parse und dann eine Funktion add 10, 20 und gibt das Resultat aus BGF mat add, ja, 10 und 20, zähle die beiden Zahlen zusammen. Ich kann dividieren, BGF mat divide, da gibt es eben auch einen Divide-Befehl, den ich in mat parse einbauen kann. Das erinnert ein bisschen an Cobol, wenn man sich die Dinger so ausschreibt. Aber man kann durchaus noch andere Sachen machen. Ich kann die Quadratwurzel aus 2 berechnen. Ich kann den Wert von b ausgeben, ich kann irgendwie den e hoch 1 ausgeben, also oder e hoch irgendetwas, also Exponentialfunktion. Ja, und ich habe am Schluss noch irgendwas Sinus von 10 Quadrat plus Cosinus von 10 Quadrat hingeschrieben. Man weiß, Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x sollte gleich 1 ergeben. Ergibt ja nicht hundertprozentig 1 in diesem Fall. Aber wenn ich mir das ganze Ding übersetze, dann habe ich irgendwas falsch gehabt. Ja, lass mich warten. Ja, ich habe hier zwei Tech-Installationen, das aktuelle TechLive und eben die Distribution, was standardmäßig bei Ubuntu dabei ist, da ist es nicht dabei. Und bei der eigenen Tech-Distribution, bei meinem Freund der Optech Live, ist es dann da. Und ich kann mir das ganze Ding natürlich anschauen. BGF Mat. Ja, da kommen eben die berechneten Werte raus. Erst einmal 30, nochmal 30, nochmal 30, da habe ich mir 10 und 20 zusammengezählt. Ein Drittel habe ich berechnet, die Wurzel aus 2 habe ich berechnet, B habe ich ausgegeben, E habe ich ausgegeben, ne, und der letzte Wert sollte nicht genau 1 sein. Ist fast genau 1. Ja. Aber da sind auch noch mehr Funktionen vorhanden, wenn man gewisse mathematische Berechnungen machen will, ist das durchaus sinnvoll. Ich bin jetzt an für sich mit der, hoffentlich zeitmäßig auch mit der Hälfte der
Sind schon vorbei, oder? Oh, das sollte ich jetzt wissen. Ja, man kann irgendwie mit BGF Matrizal, da steht der Wert drin. Ich kann das quasi einfach an andere Variablen zuweisen. Da steht quasi das Resultat drin, 3,141 für B oder sowas. Und was ich damit mache, ob ich es ausgebe oder ob ich es irgendwie einer Länge zuweise oder was auch immer, das ist ja meine Sache. Ja. Das ist ein bisschen zu klären. Du brauchst nur einen Counter auflösen, um hinter diese Variablen zu kommen. Die EFMAT-Version ist schon Textmarker. Das kannst du einfach hinschreiben. Das ist dein eigener Value. Ja. Eben, entweder ausgeben, wenn man es einfach so Backslash BGF Matrizalt hinschreibt, oder ich könnte irgendwie setLengths irgendetwas auf das Matrizalt setzen, um halt irgendeinen berechneten Wert halt irgendwie zu setzen oder so. Ja. Der zweite Teil, String habe ich noch irgendwie erwähnt, ja, was kann man machen? Case upper, einen String nach Großbuchstaben umwandeln, die Länge ausgeben, schauen, wo ist der String C in Frostcon, oder halt so einen Substring von 10 bis 14 steht da das Wort open. Es gibt etliche weitere Funktionen, einfach mal nachschauen in dem Paket, wenn man halt Strings bearbeiten will. Ja, ganz kurz noch, was kann auch noch passieren, ja, das nennt sich fragile Befehle. Öfters bekommt man Fehlermeldungen, die sind irgendwie, was, ich habe ja alles richtig gemacht. Ja, hat man eigentlich. Das ganze Ding nennt sich sehr zerbrechliche Befehle. Ich habe da irgendwo jetzt so ein kurzes Beispiel. 03. Wie wurde zwar protected, ja. Ups. Ja, ich habe ein Begin-Document, Section, und ich möchte eine Fußnote setzen und dann End-Document. Ist eigentlich, kann nicht viel falsch sein. Wenn ich das übersetzen will, bekomme ich trotzdem eine Fehlermeldung raus. Schon, oder? Genau. Ich bekomme eine Fehlermeldung raus. Warum bekomme ich eine Fehlermeldung raus? Also ich habe irgendwie eigentlich alles richtig gemacht. Der Code ist gültig. Footnote schreibt quasi in eine Hilfsdatei einen Wert rein. Zum Beispiel in die AUX-Datei. Und da sollte er eigentlich ja das Kommando reinschreiben, aber das ist das Not Protect und das. Ups. Naja. Und da zerlegt er mir aber den Footnote-Befehl schon. Da zerlegt er mir den Footnote-Befehl in ja, Number Line etc. 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 bla bla bla. Und das sollte er aber nicht machen. Das kann man lösen, indem er vor solche merkwürdigen Fehlermeldungen das Wort Protect hinschreibt. Das ist quasi genau dasselbe, nur ich habe hier vor dem Footnote-Befehl ein Protect eingefügt. Damit wird der Befehl quasi nicht zerlegt. Ja, nicht voreilig ausgeführt, sagen wir mal so. Und das Problem ist gelöst. Also das kann ich dann korrekt übersetzen und bekommt dann auch den lässt sich normal übersetzen und macht kein weiteres Problem. Ja. Richtig? Okay. Gut, also das häufig, es ist wohl nicht richtig, was ich gerade erzähle, aber ich erzähle einfach mal weiter. Soll ich es erklären? Okay, das Problem dabei ist, wenn du in deinem Dokument jetzt noch ein Verzeichnis arbeitest, das kriegst du Fußnoten im Verzeichnis. Genau, das Beispiel habe ich auch bei nicht ein. In allen Überschriften. Mhm. Dass man als optionales Argument angibt bei Section. Weil man Fußnoten halt eigentlich nur auf der Seite möchte und nicht an der Stelle.
Okay, ja, ich habe hier... Kompiliert ist für, also das, was du da gemacht hast, kompiliert führt aber halt wahrscheinlich zu sehr irritierenden Effekten. Nicht, dass du von einem machst. Okay, ja, gut. Aber ich komme einfach zu anderen Programmiersprachen. Geht's einfacher? Ja, es gibt noch andere Programmiersprachen, die ich verwenden kann, zum Beispiel Lisp, Lua, Shell und Co., Python, Perl, etc., etc., etc. Lisp. Ja. Lisp ist irgendwie, warum Lisp? Also was? Ja, ich weiß schon, wo sie häufig angewendet wird. Lisp ist irgendwie eine Programmiersprache, die ist in einem Paket wirklich in LaTeX ja, programmiert worden. Und ja, man kann dann use package Lisp on Tech, man kann dann irgendwie Lisp-Code ausführen. Ich habe ein ganz kurzes Beispiel dazu, zur Fakultätsberechnung. Ich bin nicht wirklich der Lisp-Programmierer, aber das schaut an und für sich so aus, Fakultät.tech. Ich habe hier Lisp-Code drin und kann dann quasi die Fakultät von 10 berechnen. Ja. Das gibt dann die Fakultät von 10 aus. Es ist ein Beispiel in der Doku noch dabei. Ja, es berechnet ein Fraktal. Das Ergebnis schaut so aus. Das wird von Lisp-Code berechnet. Wenn man das ganze Ding übersetzen will, ich weiß nicht, ich habe es einmal nach einem Tag abgebrochen. Also, da wird wirklich PDF-Latex. Ja, und was macht er? Er rechnet und rechnet und rechnet und rechnet. Stopp. Braucht 100% CPU. Und wird in einer Stunde auch noch 100% CPU brauchen. Ja, das ist dann blöderweise nicht Multithreading-fähig. Also ich weiß nicht, da sind zwei CPUs drin und der verwendet blöderweise nur eine. Ja, LuaTeX ist das nächste. Ja, das wird eigentlich in LaTeX die Skriptsprache Lua mehr oder weniger eingebunden. Man kann Lua-Code dann direkt einbinden mit dem Befehl direkt Lua, was gewisse Probleme verursachen kann, weil LaTeX einen mehrzelligen String einfach zu einem zusammenfügt, quasi die Zeilenumbrüche weglöscht. Und Lua hat als Kommentarzeichen minus minus und bis zum Ende der Zeile ist das dann irgendwie ein Kommentar. Schaut dann ungefähr so aus. Also, und LaTeX sagt dann einfach, es ist alles eine Zeile. Ups. Null, ups, ups, ups. Ah, 03 Lua. So könnte ich mir den Wert von B mehr oder weniger ausgeben lassen. Ich kann irgendwie Lua 2.tech, ich gebe ihn da jetzt mehrfach aus, mehr oder weniger. Und was ich in 2a mache, ja, das ist ein Lua-Kommentar. Und tech fügt dann aber von da bis da mehr oder weniger alles zu einer Zeile zusammen und B wird nur einmal ausgegeben, anstatt irgendwie mehrfach. Es sollte mindestens zweimal ausgegeben werden. Ich spare mir jetzt das zum Übersetzen. Lua 3, das dritte Beispiel. Wie macht man es richtig? Ja, man fügt eine Datei ein mit Lua 3.tech und die bindet eine Lua-Datei ein über die Lua-Funktion, also Do-File. Und da steht dann eben der Lua-Code drin, den man verwenden will und der wird dann richtig ausgeführt. Lua 4.tech, das ist... Ah ja, genau. Ups. Ich tue da flott mal was auskommentieren. Ja, was habe ich da? Die Frostkunde ist eine großartige Windows-Veranstaltung. Aha. Also wenn man sich das übersetzt.
Also muss ich dann mit Lua-LaTeX übersetzen, nicht mehr mit PDF-LaTeX. Ups. Genau, und das schaut dann für sich so aus. Wenn Sie mich fragen, hey, was ist die FrostCon? Eine großartige Windows-Veranstaltung. Ich habe das jetzt, ah, warte mal, das ist das Deckfeile, was ich da ausgebe. Ja, ist natürlich irgendwie seltsam. Was macht man? Man definiert sich einen Befehl OS-Korrektur, also Operating System-Korrektur. Und was macht er? In Lua4.lua, also binde ich das halt ein. Ja, mit der Lua-Funktion GSUB werden Strings ersetzt. Also ich ersetze Windows auf Linux und dann kann ich es übersetzen. Ja, und dann schaut es so aus, wie es ausschauen soll. Die FrostCon ist eine großartige Linux-Veranstaltung. Also Lua ist auch relativ unkompliziert zum Programmieren und man kann relativ bequem, habe ich da noch ein Beispiel? Gut, Lua 5. Ja, eben wie man quasi eigene Befehle definieren kann. Also man kann auch auf Dech-Befehle dann zugreifen, mehr oder weniger. So, was haben wir? Lua war das Thema. Man muss halt mit Lua-LaTeX übersetzen, aber hat dann auch ja, die Möglichkeit, eine wirkliche, als Programmiersprache gedachte Programmiersprache zu verwenden. Ja? Okay, ja. Wir sind dann auch sehr am Anfang der Entwicklung, aber da haben wir nicht abgefahrene Sachen gemacht. Ja, ich habe da auch geschrieben, ja, die Zukunft von LaTeX, also es ist in Entwicklung, aber ich denke, es geht sehr in Richtung Lua-LaTeX. Wenn man irgendwie LaTeX-Vorträge in 10 Jahren hört, wird man wahrscheinlich standardmäßig mit Lua-LaTeX übersetzen und nicht mehr mit PDF-LaTeX. So, meine Vermutung. Also man kann es durchaus mit Lua-LaTeX übersetzen. Es hat auch den großen Vorteil, Unicode ist kein Problem. Man braucht irgendwie nicht mehr Zusatzpakete wie Input-Encoding oder sowas. Das ist standardmäßig schon dabei. Und man kann auch sowohl mit Lua-LaTeX als auch mit Xe-LaTeX TrueType-Schriften verwenden. Genau, die Beispiele habe ich gerade irgendwie gezeigt. Das heißt, die Live-Demo haben wir schon. Ich habe den Wert von B ausgegeben. Ich habe irgendwie das Kommando OS-Korrektur definiert. Und das Beispiel mit dem Kommentaren habe ich auch gezeigt. Ja, Shell und Co. Man kann in LaTeX auch Shell-Befehle ausrufen. Man kann irgendwie externe Programme aufrufen. Wie schaut das ganze Ding aus? Es gibt einen Befehl Input. Normalerweise verwendet man das, um andere Dech-Dateien einzufügen. Wenn man das mit einem Pipe-Symbol beginnt, kann man ja, irgendein Programm ausführen. Das ist natürlich security-technisch ein bisschen möglicherweise fragwürdig. Das heißt, es ist standardmäßig deaktiviert, aber... Ups, was ist das? Genau. Ich habe mir ein kleines Programm geschrieben, helloworld.dech. Ja, ich muss es übersetzen mit pdf-latex -shell-escape. Das heißt, die Shell-Befehle werden wirklich ausgeführt. Und ja, ich habe 2 Skripte dabei, helloworld.sh und ein helloworld from the shell und ein Perl-Skript.
Ja, Hello World von Perl-Interpreter, man kennt das. Und wenn ich mir das ganze Ding eben einmal übersetze mit PDF-LaTeX, HelloWorld.tech, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Hoppala, ich darf nicht, mehr oder weniger. Und wenn ich sage mit minus minus Shell Escape, dann geht es hoffentlich. Dann übersetze das ordnungsgemäß und ich bekomme mein HelloWorld.pdf angezeigt, einmal mit HelloWorld from the Shell, HelloWorld from the Perl Interpreter. Auf diese Art und Weise kann man externe Programme beliebig aufrufen. Ich habe noch ein ganz kurzes Beispiel da, wo ich sage, ja, LaTeX ist ja bekannt für einen Mathematiksatz, oder? Das ist irgendwie flott handgestrickt, das ist irgendwie maxima.tech. Maxima ist ein freies Programm für symbolische Mathematik. Ja, und ich sage, ich rufe Maxima mit gewissen Parametern auf. Ich möchte irgendwie sagen, hoppala, gib die Tech-Ausgabe vom Integrate x der dritten. Also x hoch 3 ist natürlich x der vierten Viertel. Und am Schluss möchte ich nur eine Gleichung lösen. Und das möchte ich auch nicht selbst machen, sondern das möchte ich mit Maxima machen. Ich habe hier ein Compile-Skript, weil ich habe mir für diesen Maxima-Compile oder so heißt das. Genau. Ich habe eine zusätzliche Lisp-Datei gebraucht, um den restlichen Output wegzubekommen. Und ich habe mir Maxima die aktuelle Version auch selbst kompiliert und installiert. Wenn ich das ganze Ding kompiliere, also setzt erst den Pfad um und führt anschließend dann Maxima logischerweise aus. Was kommt raus? Ups, einmal reicht. Ja, erst einmal die Lösung vom Integral und anschließend die Lösung von der Gleichung. Wozu soll man selber rechnen? Man hat einen Rechner. Ja, was ich da auch noch habe, ist irgendwie, es gibt das ganze Ding als ein Interface zu Sage. Sage ist auch ein sehr umfangreiches Mathematikpaket. Wo ist das drin? Also. Ja. Da kann man eben auch mathematische Funktionen aufrufen, indem man irgendwie sagt, man kann einen Plot machen oder man kann irgendwie mit Sage irgendwie Sage-Code ausführen. Das ist ein Python-Paket, das etliche Mathematikpakete zusammen fast mehr oder weniger. In diesem Fall muss man das ganze Ding einmal mit LaTeX aufrufen. Also ich habe jetzt nur das sage-example.tech hier und eine Datei, die nenne ich Compile. Was muss ich machen? Ich muss erst einmal PDF-LaTeX aufrufen. Vorher setze ich noch den Pfad um, dass irgendwie wirklich Sage gefunden wird. Ich setze Text-Inputs auf in mein Sage-Verzeichnis, weil es kommt eine Datei, eine Style-Datei dazu und die soll zu Sage passen. Also die ist eigentlich nicht bei LaTeX dabei, sondern die wird mit Sage mitgeliefert, dass sie halt zur aktuellen Sage-Installation passt. Dann rufe ich erst einmal LaTeX auf, anschließend Sage mit diesem mit den generierten Sage-Dateien und dann noch einmal LaTeX und ich bekomme dann im Prinzip die Datei, die schaut dann so aus. Ups. Jetzt läuft im Hintergrund Sage, würde ich sagen. Genau, Python. Also es ist ein Python-Interface zu diversen Mathematikprogrammen. Ups, und in endlicher Zeit sollte er eben die Sachen gelöst haben und dann hoffentlich die ausgewählte Datei nochmal übersetzen. Genau, das macht er. Processing Sage Code etc. Und ich generiere mir da auch einen Plot. Vielleicht sehe ich das da oben noch. Sage-Block, ja. Genau, also ich plotte irgendwie eine Funktion von minus 1 bis 1 und die Funktion definiere ich weiter oben auch noch. Und hoffentlich sind wir bald einmal fertig. Wir sind fertig. Sage-Example.
ja, ich bekomme erst einmal die Rechnungen, die ich gemacht habe. 3x3 ist 9. Ja, irgendwie eine Funktion habe ich mir definiert, die habe ich abgeleitet. Und ich kann quasi auch Sage-Blöcke irgendwie übernehmen. Und am Schluss habe ich dann noch einen Plot gemacht. Und der ist dann an und für sich hier so eine Sinusfunktion oder sowas, was das ist. Genau. Das heißt, das geht mehr oder weniger auch on the fly. Ruft einmal LaTeX auf, einmal Sage auf und dann noch einmal LaTeX auf. Das Ganze gibt es auch, da gehen wir mal in die Präsentation. Das haben wir gehabt. Das Ganze gibt es auch mit Python, also ein Interface zu Python. Python, ja, kennen sich auch viele. Kann man auch ganz gut für mathematische Berechnungen nutzen. Man kann auch Kommandos dann eben mit Python definieren und Grafiken generieren, zum Beispiel in Matplotlib. Wie schaut das ganze Ding aus? Es gibt ein Paket ByPython-Tech. Das definiert mir die Befehle erstmal bei. Da steht dann eine Python-Expression, zum Beispiel einfach 3x5 oder irgendetwas. Bei C, da steht dann ein Python-Code, also zum Beispiel print irgendwie 2x5. Und eben eine Umgebung noch, Begin-Bytecode und End-Bytecode. Ja, wie wird das ganze Ding aufgerufen? Python ist quasi der Mittelprozessor, wie wir es eben bei Sage schon gesehen haben. Ich rufe erstmal LaTeX auf, dann rufe ich ByPython-Tech auf und dann noch einmal LaTeX, PDF-LaTeX in diesem Fall. Ja, und das generiert mir dann die Ausgabe. Das schaut dann ungefähr so aus. Python. Ja, was haben wir gehabt? Python 1.dech. Ja, einfach eine große 10er-Potenz berechnen, 2 hoch 100. Ich übersetze das Ding einmal mit PDF-LaTeX. Ups. Anschließend ByPython-Tech. Genau, null Errors, das ist das, was ich haben will. Und dann nochmal mit LaTeX und Cola. Python 1 gibt halt irgendwie die 2 hoch 100, ist diese große Zahl aus, hat mir Python berechnet. Ja, ich habe da noch zwei Beispiele, da schauen wir mal Python 2. Das ist eben dasselbe noch einmal mit einmal als Expression, also quasi einfach Gitterzeichen 1, Sternstein Gitterzeichen 2 und einmal mit dem ByPython-Befehl print, das ganze Ding ausgegeben. Ich kann eben mir so einen Befehl definieren und sage, hoppala, ja, new command, Python power expression ist der ByPython-Code Gitterzeichen 1, Sternstein Gitterzeichen 2. Das ist an und für sich relativ einfach. Was haben wir noch? Python 3. Ja. Python kann auch Grafiken generieren. Was mache ich? Ich verwende ein NumPy und Matplotlib. Generiere mir eben so eine Sinusfunktion und schreibt den Plot als PDF raus. Ja, und am Schluss binde ich den Code dann ein. Das ganze Ding funktioniert, wenn man es übersetzt, beim ersten Mal mit LaTeX nicht. Warum nicht? Ja, weil die plot.pdf-Datei noch nicht existiert. Aber es wird der Python, also einfach Return drücken, weitermachen. Es wird der Python-Code rausgeschrieben. Der Python-Code wird ausgeführt. Der generiert mir dann die PDF-Datei. Und am Schluss wird eben die Datei generiert. Das heißt, ich kann das wieder. Ups, was Python 2? Oder 3? Also in diesem Fall habe ich die Datei schon da, aber ja. Dann ByPython-Tech das ganze Ding noch einmal. Null
Errors, das ist das, was wir haben wollen. Ups. Noch einmal übersetzen. Und ja, die Grafik, die mir erzeugt wurde, wird dann halt angezeigt. In diesem Fall wäre es ein Sinusplot. Ja, ich habe da noch ein Beispiel. Python kann auch Python-Integral, kann auch symbolisch rechnen mit dem Paket SymPy. Ja, ich habe hier ein Integral zu berechnen und gebe das ganze Ding halt aus. Python-Tech unterstützt auch Ruby und Ruby, Octave und Julia. Julia ist eine Gourmetsprache für CD-Ruby, für wissenschaftliche Berechnungen. Das Ganze schaut ungefähr so aus. Also erst einmal die Sache für Ruby. Das ist nämlich nicht so einfach, weil irgendwie wie das steht, es wird unterstützt. Aber wie das unterstützt wird, das steht eigentlich nur mal im Source Code. Was muss man in diesem Fall machen? Irgendwie Use Package, Use Family Ruby und halt Use Package Python-Tech. Und dann gibt es einen Befehl Begin Ruby Code und dazwischen steht der Ruby Code. Und wie wird das ganze Ding übersetzt? Ich rufe wieder Python-Tech auf, also erst LaTeX, dann Python-Tech. Mit Interpreter ist Ruby Ruby. Ja, erst einmal ist es die Programmiersprache und dann welcher Interpreter soll verwendet werden. Das ist jetzt gerade bei Python interessant, weil da gibt es Python 2, Python 3 und möglicherweise hat man zwei verschiedene Interpreter am System installiert. Und anschließend installiere ich mir das ganze System, übersetze das mit Python-Tech, nur mit LaTeX und bekomme das ganze Ding irgendwie übersetzt. Das da oben hat dann gesagt, hoppala, null Errors, null Warnings, perfekt. Und Ruby gibt eben dann, Python, Ruby.pdf, gibt eben dann Hello World vom Ruby aus, das hat eben der Ruby-Befehl jetzt ausgegeben. Und es werden dann eben etliche Zusatzdateien irgendwie noch generiert. Python-Tech-Files, Python-Ruby, ja, die waren vorher quasi alle nicht da. Ich hoffe es. Wie schaut mein Zettel hier aus? Ja, das geht sich aus. Also ich habe noch ein ganz kurzes Beispiel für Octave. Ups. Ist ein MATLAB-Klon, freier MATLAB-Klon. Ja. Ich definiere mir zwei Variablen und multipliziere die beiden aus und möchte das ganze Ding halt berechnen lassen. Das ganze Ding schaut so aus. Ups. Übersetzen wir das ganze Ding, dann wird Octave aufgerufen, anschließend wird nochmal PDF-LaTeX aufgerufen und rauskommt halt die ausmultiplizierte Matrix. Julia soll auch noch gehen, dafür habe ich kein Beispiel, weil die Programmiersprache kenne ich gar nicht. Genau, dann kommen wir zum letzten Punkt. Wie Presentation. Das ist Perl-Tech. Man kann Kommandos und Umgebungen eben in Perl definieren. Man kann Perl-Code einbinden. Wie geht das? Ja, es gibt ein Paket Perl-Tech, Use-Package. Und dann gibt es ja, Perl-New-Command, Perl-Renew-Command. Und das ist, schaut analog aus zu den ganz normalen New Command, Renew Command Befehlen, ebenso mit Environments. Ich habe einen Befehl, der hat eine gewisse Anzahl von optionalen Argumenten und ja, eine Definition, was soll der Befehl machen. Hier ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe einen Substring Befehl, brauche ich zufällig. Ja, das ist in LaTeX selbst ein bisschen umständlich zum Programmieren. In Perl ist es natürlich ein Einzeiler, weil Substring existiert. Als Funktion nehmen wir Substring von, das ist quasi jetzt im Perl, der erste Parameter, das entspricht dem Gitterzeichen 1. Das ist der zweite Parameter, Gitterzeichen 2, und das ist der dritte Parameter, Hash 3. Ja, und so ist schaut mein Substring-Befehl aus. Es gibt noch ein Kommando Perl do, um einfach Perl-Code auszuführen.
Wie schaut das ganze Ding aus? Und 7 Perl. Genau. Perltech. 1.tech. Ja, was habe ich hier definiert? Erst einmal mein Newcomer. Da steht da mein Substring-Befehl. Genau. Und anschließend habe ich einen Befehl sh1-hex irgendwie verwendet. Ja, der verwendet halt das Modul. Und gibt dann den sh1-hash von einem Wort retour. Ja, da wird der Substring-Befehl angewendet. Da wird irgendwie dann noch irgendwie Perl-Code direkt ausgeführt. 12 mal 12 wird multipliziert. Und am Schluss wird irgendwie sh1-hex von Frostcom berechnet. Und das ist das End-Document. Wenn ich das so übersetzen will, wird das nicht funktionieren. Erstmal, ich muss das mit Perl-Tech übersetzen. Perltech 1. Und Tech wird schreien, weil er ist aus Sicherheitsgründen, ja, untersagt mehr oder weniger. Es gibt die Option minus minus no save. Also, ja, heißt so. Gut, und dann kann ich mir das Ergebnis anschauen. Ja. PDF, ups. In diesem Fall hat er das. Nee, das war nicht das, was ich haben wollte. Ja, die Frage ist, warum? Ja gut, also das war jetzt nicht das, was ich mit dem No-Safe erreichen wollte. ich erzähle dich, ich habe immer 3 Minuten Zeit. Ich erzähle die letzten, das hat mein Rechner irgendwie ein Problem. Ja, da frage ich gleich, warum? Geht der Strom da nicht, oder was? Nein, ist ja wurscht. Also es gibt bei die Folien gibt es irgendwie online, die sind schon verlinkt auf meinen Seiten da, wo der Vortrag beschrieben wird. Ja, es gibt bei Perltech noch die Möglichkeit, dass man eine Option angibt, No Perltech, dann wird so ein Style-File angelegt und mit dem kann man irgendwie dann statt UsePackagePerltech, UsePackageNoPerltech schreiben und wenn man dieses Style-File mitliefert, kann man das Dokument zum Beispiel an einen Verlag schicken oder so, dann ist es nämlich übersetzbar mit ganz normal mit PDF-LaTeX Das gilt dann aber nur für dieses eine Dokument. Wenn irgendwo Makros wieder aufgerufen werden, die halt mit Perl definiert worden sind, muss man das Ding quasi noch einmal, das Style-File noch einmal neu generieren. Das war im Großen und Ganzen schon die Schlussworte, das Letzte, was bei Perltech halt noch geht. Anstatt No-Save, ja, was den ganzen Rechner in den Abgrund reißt, jetzt keine Ahnung warum, kann man auch noch gewisse Opcodes irgendwie freischalten, dass man nicht alle Operationen erlaubt, sondern eben nur gewisse Perl-Operationen. Aber ansonsten kann man eben damit wirklich die merkwürdigsten Sachen machen. Man kann auf Webservices zugreifen, man kann irgendwie von einer Webseite irgendwie Sachen runterladen und dann automatisch in ein Tech-Dokument übernehmen. Als letzte Folie habe ich noch irgendwie, was gibt es noch, was habe ich alles nicht irgendwie erwähnt, aber ja, es gibt hunderte weitere Pakete, um jetzt meinetwegen mit Gnuplot Grafiken zu definieren, Gnuplot-Tech oder etliche andere Pakete, um Strings zu behandeln. Einfach mal auf C10 suchen.
Beispiel, man sucht nach Strings oder sowas und dann findet man irgendwie etliche Pakete. Ich habe jetzt Strings vorgestellt, mit denen man Strings bearbeiten kann. Oder je nachdem, Interface jetzt zu anderen Programmiersprachen, einfach mal auf Seiten suchen. Man findet garantiert eine Möglichkeit, die Lieblingsprogrammiersprache zu verwenden und sei es einfach als, indem man es mit Input, Pipe übernimmt und die Ausgabe dann halt irgendwie mit der Option minus Shell Escape quasi erlaubt. Ja, weitere Fragen? Muss man rechnen, es geht, das frage ich mich, aber ich glaube, ich bin zeitlich einigermaßen durchgekommen. Ja? Ja, ich werde die, sobald der Rechner wieder geht, also im Laufe der nächsten Tage auch irgendwie verlinken und werden dann auch, nehme ich an, über den, die Frostcon-Seiten verlinkt sein. Man kann die direkt in das Konferenzsystem auch hochladen als Anhang. Ja. Ja, ich habe jetzt die aktuellen Folien einfach als Link eingefügt. Die sind seit mehreren Tagen schon online. Auch noch nicht der hundertprozentige letzte Stand, aber das liegt auf meiner Homepage, ergo kann ich das jederzeit aktualisieren, werde ich noch machen. Und ja, dann hoffe ich, es war ein interessanter Vortrag und ich habe nicht allzu viel Blödsinn erzählt.